nicht. Auch Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien geben. Die Ampel liefert mit Italien, Spanien und Großbritannien Ausrüstung für Tornados und Eurofighter. Waffen will die grüne Menschenrechts- und Friedenspartei also neuerdings auch wieder an Saudi-Arabien liefern. Ja, wahrscheinlich ist Saudi-Arabien auch ein Land, das sich gegen einen bösen Aggressor wehren muss. Und all den... Stellen wir uns einfach mal vor, Saudi-Arabien. Dara war... Jetzt kommt das Beste. Dara wird gleich Waffenexporte nach Saudi-Arabien verteidigen. Also ihr wisst, Saudi-Arabien, wo Homosexuelle hingerichtet werden. Wo die, ja, wo eine absolute Monarchie vorgeschrieben ist. Ein Land, das keine geschriebene Verfassung hat. Also, ja, mit so einem Land haben wir es hier zu tun. Das einen brutalen Krieg im Jemen führt und dort die Zivilbevölkerung aushungert. Dort zahlreiche Angriffe auf zivile Ziele führt. Also die saudische Taktik sieht wie folgt aus. Wir zerstören die zivile Infrastruktur im Jemen. Wir machen das Land abhängig von Nahrungsmittelimporten. Wir lösen dann Hungersnot aus und wir koordinieren dann die Importe. So können wir die Houthis schwächen. Das ist natürlich katastrophale Kalkulation für die Zivilbevölkerung, für die jemenitische. Aber die Jemeniten, die interessieren hier in Europa keinen. Also in Saudi-Arabien können wir schließlich Waffen verkaufen. Der Jemen ist ein armes Land, der interessiert keinen. Hagenknecht wäre in der Regierung. Ihr glaubt gar nicht, was die alles für komische Kompromisse da machen würde. Das Erste, was Sarah Wagenknecht tun würde, wenn die Linken in die Regierung... Ja, Jungmoralapostel, du schreibst der Jemenkrieg. Sei gegrüßt. Wenn die Regierung gekommen wären, wäre erstmal auszutreten. Da könnt ihr sowas von zu 100% von ausgehen, weil sie sich das nicht geben möchte. Und sie gehört halt nun mal auch zur kommunistischen Plattform innerhalb der Linken. Oder gehörte da zumindest mal dazu. Und die waren immer strikt gegen sämtliche... Also wenn euch irgendwer fragt, wer ist Dara, dann empfehlt ihm dieses Video hier. Ich reagiere gerade drauf, das heißt, es ist dann sowieso auf YouTube. Ich weiß nicht, ob noch wer anders drauf reagiert hat, aber wenn euch irgendwer fragt, wer ist Dara, dann empfehlt ihm dieses Video hier. Also hier zerlegt sich der radikale Autokrat so gut selbst und hier zeigt er auch diesen Bellizismus, diesen aggressiven, woken Transatlantizismus, der über hunderttausende Leichen geht, wenn es im Interesse der USA ist. Und der komplett ohne Scham die Interessen der Rüstungsindustrie und des militärisch-industriellen Komplexes in den USA verteidigt. Also zeigt jedem, der fragt, wer Dara ist und der sich selbst für politisch links hält, dieses Video. Regierungsbeteiligung, weil das ja die Linke dann entkernen würde. Die Linke müsste dann sich auf Kompromisse einlassen und so weiter, aber das heißt eigentlich buchstäblich nichts anderes als, ja, dann kommt ja die Realität der Regierung. Hiese Wetters Äußerungen in Bezug auf Lithium habe ich mitbekommen und die sind natürlich sehr, sehr ehrlich. Also es geht nicht nur ums Lithium, es geht auch um die fruchtbaren ukrainischen Ackerböden. Also dass die nicht unter russische Kontrolle kommen sollen. Ich meine, Russland ist ja jetzt schon einer der größten Agrarexporteure und mit den ukrainischen Schwarzerdeböden könnte Russland da seine Position noch weiter ausbauen. Deswegen will der Westen die natürlich im westlichen Einflussbereich halten. Auch damit US-amerikanische Agrarkonzerne wie Cargill sich die Taschen voll machen können. Und wir wollen ja nicht so sein wie jetzt die Grünen, die nun mal dann in der Regierung selbstverständlich... Jungmoralapostel schreibt gerade, wer sehen will, wie Dara sich selbst zerlegt, braucht nur irgendein Video von Dara schauen. Absolut, absolut. Aber hier hat er das so schön kondensiert auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, ich hatte das Video schon für über einem Jahr auf dem Kika, aber damals hatte ich gerade anderes zu tun. Ja, aber jetzt habe ich ja Zeit und kann reagieren. Und wie gesagt, es ist wirklich so symptomatisch für diese gesamte Woke-Bubble. Endlich Sachen machen, die sie eigentlich nicht wollen. Oder wofür sie eigentlich nicht gestanden haben. Aber so sieht nun mal die realistische Regierungsarbeit aus. Auch die Linken in den Landesparlamenten, wo sie mitregieren, müssen ständig irgendwelche Sachen machen, die sie eigentlich nicht tun wollen. Beistand unserer olivgrünen Menschenrechtskrieger braucht? Aber nee, war das nicht irgendwie andersherum? Führt nicht Saudi-Arabien seit Jahren einen aggressiven Angriffskrieg gegen den Jemen mit hunderttausenden zivilen Opfern? Naja, aber eben deshalb gibt's ja auch einen ganz großen Unterschied bei Saudi-Arabien im Vergleich zur Ukraine. Wir liefern direkt nicht nach Saudi-Arabien. Es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland nach Saudi-Arabien. Also die müssen das Volk wirklich für komplett geistesgestört halten. Also wer denen diese Äußerung hier durchgehen lässt, also unfassbar. Saudi-Arabien. Ja, direkt, die Waffen, die müssen erstmal durch ein anderes Land durch. Was, wenn die von Deutschland nach Saudi-Arabien sollen, auch gar nicht so schwierig ist. Ich weiß nicht, wie gut ihr in Erdkunde aufgepasst habt, zwischen Mitteleuropa und der arabischen Halbinsel, da liegen so einige Länder. Wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ja,
Also das haben wir jetzt hoffentlich alle begriffen. Die Grüne Friedenspartei beliefert Aggressoren, die dann auch noch die Menschenrechte mit Füßen treten. Natürlich nicht direkt mit Waffen. Nein, das ginge ja gar nicht. Wenn Aggressoren beliefert werden, dann muss das tödliche Gerät natürlich einen Umweg über andere Länder machen. Warte, MT aus HB schreibt gerade, heute hat doch die Antifa die Zentrale von Rheinmetall vor einer Demo beschützt. Das war schon sehr Dara-esk. Was? Schick den Artikel mal in den Chat. Machen, bevor es zum Einsatz kommt. Boah, was sind das für verlogene Heuchler? Ja, Frau Wagenknecht, ja. Selbst die Großen. Ja, Sie haben recht und mir fällt gerade keine Lüge ein, mit der ich Sie diskreditieren kann. Ja. Das ist so toll, Dara reagiert. Er fühlt sich die ganze Zeit überlegen, aber er hat keine Argumente. Die Koalition unter Angela Merkel hatte die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien gestoppt, nachdem man dort den Journalisten Khashoggi zersägt hatte. Da gab es aber auch keine Gaskrise und es gab keinen Überfall in der Form wie heute von Russland auf die Ukraine. So, das Ding ist halt, wir können natürlich auch einfach die Wirtschaft komplett an die Wand fahren. Und man muss sich natürlich fragen, ja, war das denn wirklich nötig, dort Waffenexporte wieder zuzulassen? Aber das Ding ist nun mal, dass wahrscheinlich, wenn du es nicht machst und Saudi-Arabien... Schaut euch an, wie er sich Gründe ausdenkt, die dafür sprechen könnte, Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern. Nach Saudi-Arabien. Arabien dann einfach das Gas nicht liefert. Ja. Naja. So, dann heißt es wieder von ihrer Ecke aus, ja, was ist das denn? Guck mal, wie die Grünen die Wirtschaft vor die Wand fahren. Also, die können es halt auch. Nein, heißt es nicht. Wir hatten billiges Gas aus Russland zur Genüge. Da brauchen wir nicht noch irgendwie Flüssiggas von der arabischen Halbinsel. Auch nicht richtig machen. Und das kann halt keine Regierung. Also, keine Regierung kann alles richtig machen. Das ist nun mal leider der Fall. So, man muss sich überlegen, wie man das ändern kann. Zum Beispiel mit sehr großen Investitionen in erneuerbare Energien. Das wäre mal was, damit wir unabhängig werden von Saudi-Arabien und von Russland. Es brauchte die Ampel,